Hallo und herzlich willkommen an diesem Wochenende zu HWK TV. Eine spannende Woche liegt hinter uns. Denken wir nur an den Girls Day, Frauen im Handwerk, Meisterprüfung und die Regionalkonferenz, die sich mit Familie und Beruf befasst hat. Zu Besuch bei der Regionalkonferenz hatten wir die Ministerin Malu Dreyer, die uns hier im Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation bei der Handwerkskammer Koblenz besucht hat. Sie gab uns exklusiv ein Interview, aber sehen Sie selbst. Ich begrüße hier bei mir die Ministerin Malu Dreyer und den Kammerpräsident der Handwerkskammer Koblenz, Karl-Heinz Scherhack. Frau Dreyer, jeder fünfte Handwerksbetrieb wird von einer Frau geleitet. Würden Sie sagen, dass damit das Handwerk vorne liegt? Das kann man schon sagen. Im Handwerk gibt es tatsächlich sehr viele Frauen, schon traditionsgemäß, die tatsächlich die Führung, die Leitung eines Unternehmens innehaben. Und das ist nicht in allen Bereichen der Wirtschaft so. Insofern liegt das Handwerk zumindest ganz, ganz weit vorne. Herr Scherhack, Sie sind Unternehmer und auch Ehrenamtsträger bei der Handwerkskammer Koblenz. Welche Beobachtung haben Sie in den letzten Jahren gemacht, bezogen auf Frauen im Handwerk? Ja, die Frauen haben im Handwerk größere Leitungspositionen übernommen. Sie sind mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten durch unsere Aktion Frauen im Handwerk. Sie sagen heute, was sie denken, was sie wollen. Früher haben sie halt eben nur in der Buchhaltung gesessen. Und sie sind auch dabei, die Betriebe zu modernisieren. Mhm. Frau Dreyer, wie unterstützt Ihr Ministerium Frauen, die sich beruflich selbst verwirklichen wollen? Ja, auf sehr unterschiedliche Weise, aber wenn ich vielleicht hier mal ganz kurz auf dieses Thema Familie und Beruf eingehen darf, das ist für viele Frauen nach wie vor ein großes Thema. Wie vereinbare ich eigentlich meinen Familienwunsch mit meinem Berufswunsch? Wir haben 2005 die Initiative Viva Familia gegründet und dabei das Audit Familie und Beruf mit eingeführt. Wir fördern das als Land Rheinland-Pfalz, das heißt kleinere Unternehmen bis 25 Beschäftigte bekommen von uns diese Auditierung kostenlos zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, dass sehr niedrigschwellig Moderatoren in den Betrieb kommen und sehr kurzfristig dem Unternehmen helfen, zu überlegen, was kann ich eigentlich tun, um meinen Betrieb familienfreundlicher zu machen. Und das sind oft ganz kleine Sachen wie flexiblere Arbeitszeiten oder auch ein gutes Klima im Betrieb für das Thema Familie. Ähnliche kleine Aktionen sind sozusagen in der Regel Inhalt. Sie bewirken allerdings sehr, sehr viel. Vielen Dank an Sie beide. Ja, und nun von der Theorie in die Praxis. Wir haben heute junge Schülerinnen, eine junge Auszubildende und eine Meisterschülerin besucht und schauen Sie selbst. Von der Theorie in die Praxis. Nicht nur beim Girls Day interessieren sich Mädchen für handwerkliche Berufe. Viele setzen bei ihrer Zukunftsplanung auf einen Handwerksberuf. Von A wie Augenoptiker bis Z wie Zweiradmechaniker. Gerade in den technischen Berufen heißt es immer mehr, es ist Damenwahl. So werden aktuell im nördlichen Rheinland-Pfalz fast 40 Kfz-Mechatronikerinnen ausgebildet. Rund 20% aller Lehrlinge im Norden des Landes sind weiblich. Für viele lautet das Ziel nach der Gesellenprüfung heute Geselle, morgen Meister. Der Meisterbrief steht auch bei den Frauen hoch im Kurs. Doch auch für andere Pläne ist das Handwerk eine ideale Grundlage. Nun befinden wir uns im Metall- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Koblenz. Hier in dieser Lehrwerkstatt werden Anlagenmechaniker und Anlagenmechanikerinnen im Bereich Sanitär, Heizung und Klimatechnik ausgebildet. Bei mir steht Sarah Seninger, die sich im dritten Ausbildungsjahr befindet. Sarah, wie kam es, dass Sie sich für diesen Beruf entschieden haben? Ich wollte zur Bundeswehr gehen und wollte doch Hubschraubermechanikerin lernen und habe von der Bundeswehr als Voraussetzung bekommen, einen technischen Beruf zu erlernen. Das heißt, Ihre Zukunft nach der Ausbildung liegt bei der Bundeswehr? Nein, ich habe mich umentschieden. Entweder gehe ich in den Kundendienst in dieser Branche oder ich gehe in den Großhandel und lerne dort Großhandelskauffrau. Sie sind die einzigste Dame hier in der Gruppe. Sind die Jungs dann auch alle nett und hilfsbereit? Ja, die Jungs sind alle sehr hilfsbereit und nett. Ja, vielen Dank. Ihnen noch weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Ausbildung. Und wie es schon bei unserer Morgenmeisterkampagne heißt, gestern Lehrling, heute Geselle, morgen Meister. Und damit sind wir auch bei unserer nächsten Frau im Handwerk.
Frauen im Handwerk, das ist nicht nur ein Thema bei Ausbildung und Meisterqualifikation, das spielt auch bei der Führung von Unternehmen eine wichtige Rolle. Wurden vor 25 Jahren noch 8% der Handwerksunternehmen von Frauen geleitet, ist diese Zahl mittlerweile auf 25% gestiegen. Mit ihrem umfangreichen Beratungsservice für Existenzgründerinnen und Unternehmerinnen leistet die Handwerkskammer Koblenz ihren Teil zum Erfolg der Frau als Unternehmerin. Wir befinden uns hier im Bauzentrum der Handwerkskammer Koblenz, wo heute im Maler- und Lackiererhandwerk die Meisterprüfung stattfindet. Ich begrüße hier bei mir Frau Ort. Frau Ort, Sie legen heute hier Ihre Meisterprüfung im Maler- und Lackiererhandwerk ab. Was hat Sie dazu bewogen, diesen Schritt zu machen? Wir haben zu Hause einen Maler- und Lackiererbetrieb, in dem ich mit tätig bin. Und deshalb ist mir die Qualifikation als Meister sehr wichtig. Werden Sie den elterlichen Betrieb auch direkt übernehmen, wenn Sie die Meisterprüfung abgeschlossen haben? Direkt nicht, schrittweise. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ablauf Ihrer Meisterprüfung heute? Also bis jetzt bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Ablauf. Eigentlich alles ganz gut funktioniert. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ja, Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, und das war's auch schon mit HWK TV für heute. Ich freue mich schon, Sie beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen, Ihre Sandra Becker. Beratungsservice für Existenzgründerinnen und Unternehmerinnen bei der Handwerkskammer Koblenz. Meistervorbereitung bei der Handwerkskammer Koblenz. Friseure ab 3. September Teilzeit in Koblenz. Maler und Lackierer ab 12. Oktober Vollzeit in Koblenz. Tischler ab sofort Vollzeit in Koblenz. HWK Meisterakademie. Weiterbildung bei der Handwerkskammer Koblenz. Das Büro im Handwerksbetrieb ab 16. Juni. Fachwirtin für kaufmännische Betriebsführung ab 10. Mai. Investition und Finanzierung ab 7. Mai. HWK Weiterbildung.